Der Lauf des Lebens. Unerbittlich verrinnt die Zeit. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Jahr um Jahr. Seit Jahrtausenden träumen wir davon, die Zeit anhalten zu können. Oder gar die Uhr zurückzudrehen. Wird der Jungbrunnen für immer ein unerreichbares Ziel bleiben? Ist der Kreislauf von Werden und Vergehen ein ehernes Naturgesetz? Für manche Tierarten scheint dieses Gesetz nicht zu gelten. Sie werden erstaunlich alt. Mit modernsten Methoden rückt die Forschung diesem Phänomen zu Leibe. Wieso werden manche Tiere älter als wir? Und wer sind die Methusalems im Tierreich? Können wir von ihnen lernen, länger zu leben, jung zu bleiben? Oder gar den Tod zu überwinden? Werfen wir einen Blick auf die ältesten Tiere der Welt und ihr Geheimnis. Ob in den Savannen Afrikas, im Packeis der Antarktis oder in den Regenwäldern Südamerikas. Ob in glühend heißen Wüsten oder in tropischen Sümpfen. Überall findet man Tiere, die unglaublich alt werden. Oft sind es nicht die, von denen man es erwartet. Wer hat es geschafft, unter die ersten 10 zu kommen? Werfen wir einen Blick auf unsere Hitparade der Methusalems im Tierreich. Platz 10. Affen. Viele erreichen ein relativ hohes Lebensalter, durchschnittlich etwa 25 Jahre. Das macht sie natürlich noch nicht zu Rekordhaltern. Mit der Fortpflanzung haben viele Tiere ihren von der Natur vorgesehenen Part erfüllt. Bei etlichen Affenarten jedoch spielen die Senioren eine wichtige Rolle. In den Familienclans der Schimpansen ist die Lebensaufgabe mit dem Aufziehen des eigenen Nachwuchses noch lange nicht beendet. 60 Jahre kann ein Schimpanse alt werden und nachdem er keine elterlichen Pflichten mehr wahrzunehmen hat, dient er als Lehrer und Vorbild. Im Leben des Schimpansenkindes ist nicht nur die Mutter wichtig, sondern auch Großmutter und Großvater. Ein erster Hinweis, warum auch wir länger leben. Auch bei uns waren Ältere seit Jahrtausenden wichtige Ratgeber für nachfolgende Generationen. Die Tatsache, dass immer mehr Menschen heute extrem alt werden, ist jedoch neu. Rostock. Am Max-Planck-Institut für Demografie erforschen Professor Vopel und seine Mitarbeiter die Ursachen und Auswirkungen unserer alternden Gesellschaft. Die Anzahl der sehr alten Menschen wächst unheimlich schnell. Nehmen Sie in Deutschland zum Beispiel die Gruppe der über 100-Jährigen. Sie verdoppelt sich alle 7 oder 8 Jahre. Und die der über 105-Jährigen verdoppelt sich alle 4 bis 5 Jahre. Wir haben es also mit einem enormen Anstieg der Zahl sehr alter Menschen zu tun. Die sogenannte Alterspyramide ist in unserem Land längst keine Pyramide mehr. Einer zunehmenden Zahl von Senioren steht eine ständig abnehmende Gruppe junger Menschen gegenüber. Im Jahr 2050 wird es mehr 80 als 8-Jährige geben.
Werden die Kinderfahrgeschäfte auf den Jahrmärkten bald stillstehen? Meine Prognose lautet, dass die Hälfte aller Deutschen, die dieses Jahr geboren wird, ihren 100. Geburtstag feiert. Nicht nur in Deutschland. In allen Industrienationen feiern immer mehr Menschen einst seltene Jubiläen. Die Unterstützung durch die Familie und gute Pflege machen das erst möglich. Wir leben quasi in einer geschützten Umwelt. Ganz anders sieht die Situation in freier Wildbahn aus. Platz 9. Die Weiten der afrikanischen Savanne. Ausgerechnet hier, wo das Leben selten aus Altersgründen endet, sondern meist im Magen eines Raubtieres, lebt der nächste Superalte. Die meisten Tiere müssen ständig auf der Hut sein. Unsere Nummer 9 kann dagegen recht großspurig auftreten. Außer dem Menschen müssen Elefanten niemanden fürchten. Die imposanten Tiere leben in sozialen Verbänden, in denen jeder seinen Platz hat. Und auch hier machen die Alten vor, was die Kleinen schnell nachahmen. Eine betagte Elefantenkuh ist für immer eingeschlafen. Elefanten gehören zu den wenigen Wildtieren Afrikas, die für gewöhnlich eines natürlichen Todes sterben. In freier Natur werden sie bis zu 60 Jahre alt. In der Obhut des Menschen werden die Dickhäuter deutlich älter. Bis vor kurzem hielt ein vierbeiniger Zirkusartist den Altersrekord. Eine indische Elefantenkuh namens Modoc aus den USA erreichte das offiziell bestätigte Alter von 78 Jahren. Weil gut gepflegte Zoo- und Zirkuselefanten anders als in der Natur weniger Stress haben und keinen Nahrungsmangel kennen, haben sie wie wir ein besonders langes Leben. Ob diese beiden Afrikaner Modoc übertreffen können? Nicht als Künstler, sondern als Schwerstarbeiter verdiente Lin Wang seinen Lebensunterhalt. Der Arbeitselefant diente in der japanischen und chinesischen Armee und zog Kanonen durch den Dschungel. Lin Wang starb 86-jährig als vorerst ältester Elefant der Welt. Im Vergleich zu ihm ist der nächste Kandidat ein Federgewicht. Platz 8 in unserer Top 10 finden wir in der Vogelwelt. Die wartet gleich mit einer ganzen Reihe von Superalten auf. Kolkraben etwa werden gut 90 Jahre. Sollte vielleicht ihre harmonische Einehe dabei eine Rolle spielen? Laut Statistik wirkt sich eine gute Ehe zumindest bei uns Menschen lebensverlängernd aus. Studien zum Alter von Kolkraben-Junggesellen stehen allerdings noch aus. Seine angeborene Neugierde trug dem Raben mancherorts einen zweifelhaften Ruf ein. Als Missetäter kennt ihn jedes Kind aus Wilhelm Buschs Hans Huckebein. Dass der Kolkrabe über 90 Jahre alt werden kann, wissen nur wenige.
Die bunten Papageien dagegen sind für ihr hohes Alter berühmt. Zu Recht. Wer kennt nicht die Geschichten von Kakadus, die ihre Besitzer lange überlebten? Das höchste sicher bestätigte Alter eines Kakadus liegt bei 82 Jahren und wurde für einen männlichen Gelbhauben-Kakadu in einem englischen Zoo registriert. Daneben gibt es mehrere Berichte über Kakadus, die weit über 90 geworden sein sollen. Richtige Pflege und eine Aufgabe im Alter begünstigen ein langes Leben. Aber es gibt noch andere, wichtigere Faktoren, wie der nächste Kandidat beweist. Platz 7 auf unserer Hitliste wohnt in den kühlen Wassern des Atlantischen Ozeans. In seinen Fluten leben zahlreiche Kreaturen, die besonders alt werden können. Erreichen gerade Tiere, die ein eher geruhsames Leben führen, ein hohes Lebensalter? Sollten vielleicht die größten Energiesparer die vorderen Plätze in der Top 10 belegen? Das höchste Alter unter den Krustentieren erreicht der Hummer. Man weiß, dass große Exemplare gut 100 Jahre alt sein können. Hummer sind nicht oft auf den Beinen. Sie brauchen weniger Nahrung als andere Krebse, verdauen langsamer, leben praktisch auf Sparflamme. Die durchschnittliche Lebenserwartung des Hummers ist in den letzten Jahrzehnten allerdings stark gesunken. Dank des Menschen. Seit einiger Zeit rückt der Zusammenhang von Stoffwechsel und Lebensalter zunehmend ins Visier der Forscher. Mit überraschenden Ergebnissen auch für uns. Doch davon später. Der teure Halsschmuck führt direkt zum nächsten Oldie der Hitparade. Zahlreiche Perlen sind darin verarbeitet und von hier stammen die Preziosen aus solch sommerkalten, nährstoffarmen Bächen in unseren Breiten. Unter unseren ältesten Tieren der Welt belegt die Flussperlmuschel den 6. Platz. Sie wird oft über 110 Jahre alt. Die am stärksten bedrohte heimische Muschel zeichnet sich ebenfalls durch eine äußerst niedrige Stoffwechselrate aus. Je langsamer die Muscheln wachsen und je weniger Sauerstoff sie verbrauchen, desto älter werden sie und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine wertvolle Perle in ihnen steckt. Kann man das Geheimnis des Alterns auf die kurze Formel bringen, weniger Essen und weniger Energieverbrauch heißt länger leben. Ist es wirklich so einfach? Bei unserer Nummer 5 wird es schon komplizierter. Der Mensch. Wir landen also im Mittelfeld der über 100-Jährigen. Dass Fresslust und auch übermäßige Beanspruchung des Körpers das Leben verkürzen, ist schon lange bekannt. Aber muss man Asket sein, um alt zu werden? Also ich lebe gern, ich habe lange geraucht, aber alles in Maßen und heute noch. Und wenn wir uns zusammensetzen, dann trinken wir keinen Kaffee, sondern eine Flasche Wein machen wir auf und ein paar Brote, dann haben wir gleich ein Abendessen. Und dann sind wir auch gleich ein bisschen lustig. Also, so lebt sich ganz gut. Auch diese alte Dame lebte gern und gut. Mit 122 Jahren war Jean-Louis Calment aus Frankreich der nachweislich älteste Mensch der Welt.
und viele Menschen sind ihr auf den Fersen. Betty Hagen schwört dabei auf die innere Einstellung. Und ich wünsche allen jungen Leuten, dass sie so Glück haben, dass sie es richtig anpacken, das Leben schön wird. Auch wenn es einmal nicht so schön ist, nicht? Da ist und man schafft alles, wenn man Willen hat, ja. Ja. Die richtige innere Einstellung macht es sicher einfacher, alt zu werden. Aber es werden schließlich nicht alle gut gelaunten Menschen über 100. Liegt die eigentliche Erklärung in unseren Genen? Um dem Rätsel ein Stück näher zu kommen, müssen wir uns wieder ins Wasser begeben. Den vierten Platz finden wir unter den Fischen. Eigentlich verwunderlich, da ihr Leben meist früh endet. Wie etwa das der Nasen, einem seltenen europäischen Verwandten des Karpfens. Es ist Hochzeit. Viele Fischarten überleben die Fortpflanzung nur kurz. Sie sind zu Tode erschöpft. Dieser Fisch dagegen wird unglaublich alt. Ein Stör erreicht bis zu 150 Jahre. Störe sind ohnehin lebende Fossilien, die den Globus schon seit 250 Millionen Jahren bewohnen. Sie waren Zeitgenossen der Dinosaurier, starben aber im Gegensatz zu ihnen nicht aus. Haben Störe eine Überlebensformel gefunden? Im Anglerlatein wimmelt es geradezu von Geschichten über Schuppenträger mit biblischem Alter. In jüngster Zeit zeigt der Mensch vermehrt Interesse an den altertümlichen Fischen. Störe werden zunehmend als Speisefische gezüchtet. Untersuchungen von Altersringen in ihren Schuppen deuten darauf hin, dass Störe zu den langlebigsten Fischen überhaupt gehören. Ein roter Stör, 1953 im amerikanischen Lake Winnebago gefangen, wurde auf ein Alter von 154 Jahren geschätzt. Dieser Kaviar ist nicht für ein Nobelrestaurant bestimmt, sondern zur Nachzucht. Seit die wildlebenden Störbestände vom Aussterben bedroht sind, können die wertvollen Fische nur durch gezielte Zucht erhalten werden. Ein Methusalem auf der Speisekarte. Aber warum kann ein Fisch, der schon mit wenigen Jahren geschlechtsreif ist, weit über 100 Jahre werden? Möglicherweise liegt das Geheimnis für das außergewöhnlich hohe Alter der Störe in ihren Erbinformationen, den Genen. Die Hinweise mehren sich, dass es tatsächlich eine Art Methusalem-Gen gibt. Unternehmen wir dazu einen Ausflug in das Reich der Insekten. Im Labor konnte man Fruchtfliegen züchten, die deutlich älter werden als ihre freifliegenden Artgenossen. Ich wollte Fruchtfliegen erschaffen, die älter wurden als ihre Artgenossen. Was also war zu tun, um eine solche Methusalem-Fliege zu züchten? Die Antwort: Wir mussten die Evolution im Labor kontrolliert ablaufen lassen, um so, durch Zucht und Auslese, besonders alte Fliegen zu erzeugen.
to make flies live longer. I only kept eggs laid by older females. Ich behielt nur die Fliegeneier von Weibchen, die besonders alt wurden. Über viele Generationen hinweg begannen die Nachkommen dieser Fliegenweibchen immer länger zu leben. Heute leben diese Fliegen dreimal so lang wie normale Fruchtfliegen. Das Experiment sollte eine Theorie untermauern. Wir altern, weil nach unserer Fortpflanzungsperiode eine Reihe schädlicher Gene aktiv werden. Schaltete man diese Erbfaktoren aus, würden wir länger leben. Durch eine künstliche Auswahl der jeweils ältesten Weibchen entstanden Fliegen, bei denen solche schädlichen Gene keine oder erst viel später Wirkung zeigten. Die Natur macht jeden Tag das gegenteilige Experiment. Sie bevorzugt vor allem die Tiere und Menschen, die in der Jugend gesund sind und die Geschlechtsreife erreichen. Gene, die erst im hohen Alter negative Auswirkungen haben, können von der Natur nicht ausgemerzt werden. Wird der Stör nur deshalb so alt, weil er die schädlichen Gene nicht hat? Vielleicht bringt uns der nächste tierische Methusalem noch einen Schritt weiter. Die Spurensuche nach dem Kandidaten für Platz 3 auf unserer Rangliste führt uns ins Packeis des hohen Nordens. In einer so unwirtlichen Gegend soll eines der ältesten Wesen der Welt leben. Inuit-Männer. Ureinwohner der Arktis brechen auf zur Jagd. Ihre Beute ist die gleiche wie seit Jahrtausenden. Grönlandwale. Nach wie vor ernähren sich die Inupiat-Eskimos im Norden Alaskas aus dem Eismeer. In kleinen Booten gehen sie auf Walfang. Beim Zerlegen des Fanges fand sich in der Speckschicht der erlegten Grönlandwale der erste Hinweis auf das biblische Alter der Riesensäuger. Steinerne Speerspitzen, die seit 1880 nicht mehr benutzt werden. Der erlegte Wal entging also vor über 120 Jahren schon einmal den Inuit-Jägern. Hellhörig geworden durch die Berichte der Eskimos, bestimmten US-amerikanische Forscher das Alter der Wale über ein spezielles Verfahren. Dafür wird eine Substanz aus den Augen der Wale analysiert. Wir sehen diese Ausschläge am Bildschirm. Dazu haben wir eine Formel entwickelt, in die wir die Ergebnisse der Aminosäureanalyse einsetzen. Diese Formel wurde geeicht, und zwar an Menschen, Walen und anderen Säugetieren, deren Alter wir genau kannten. So bekommen wir eine exakte Altersschätzung. Allein das Tier, das wir heute untersuchten, war danach 175 Jahre alt. Auch 200 Jahre sind keine Seltenheit. Und das, obwohl sie die reinsten Energieverschwender sind. Wale kreuzen gewaltigen Heizkraftwerken gleich durch die kalten Ozeane. Wieder muss das Geheimnis in den Genen verborgen liegen. Neben den beim Stör genannten schädlichen Genen gibt es noch eine andere Theorie.
Bei jeder Zellteilung verlieren wir einen Teil unseres Erbguts. Die Chromosomen, die unsere Gene tragen, werden kürzer. Die Folge? Wir altern. Wie dieser Prozess abläuft, erklärt Professor Michael Fossil. In jeder Körperzelle tickt eine Uhr. An den Enden der Chromosomen sitzen die sogenannten Telomere. Und die verkürzen sich bei jeder Zellteilung. Dadurch teilt sich die Zelle immer langsamer und stirbt schließlich. Das ist letztlich die Uhr des Alterns im Körper. Das sogenannte Unsterblichkeitsenzym Telomerase, das diesen Vorgang rückgängig macht, kann Zellen so beeinflussen, dass sie nicht mehr altern. Wenn nun Sie oder ich dieses Enzym einsetzen könnten, wie lange würden wir dann leben? Theoretisch mehrere Jahrhunderte lang. 300, 400, 500 Jahre. Niemand kann das so genau sagen. Das Unsterblichkeitsenzym für unsere Zwecke zu nutzen, ist ein Traum. Das Gene unser Altern bestimmen hingegen Realität. Nur wie müssen die Gene von Methusalems beschaffen sein? Antworten auf diese Frage findet man in Regionen, in denen die Menschen besonders alt werden. Dörfern unweit von Rom stirbt selten jemand unter 90 Jahren. Ein Albtraum für jede Altersversicherung. Diese Zypresse, die angeblich seit Jahrhunderten aus der Kirchenmauer herauswächst, verleiht besondere Kräfte. So meinen hier manche. Ihre Zapfen in der Tasche getragen garantieren der Legende nach ein langes und gesundes Leben. Und manch abergläubiger Einwohner hat noch eine Erklärung parat. Diese Linsen, die es nur hier gibt, sollen dieselbe Wirkung haben. Doch was steckt wirklich dahinter? Was ist das Geheimnis dieser Menschen? Bei den alten Italienern fällt auf, dass sie wiederum keine Asketen sind. Die meisten hier machen sich keine Gedanken über ihr Alter, stopfen sich auch mit 96 Jahren das tägliche Pfeifchen und genießen den langen Ruhestand. Selbstverständlich haben sich Wissenschaftler die alten Herrschaften näher angesehen. Was ist in ihren Körpern anders als bei Normalsterblichen? Das Ergebnis? Die menschlichen Methusalems verdanken ihre außergewöhnlich lange Lebensspanne einem besonders effektiven Immunsystem. Und das wird von den Genen gesteuert. Das bedeutet, die glücklichen Eigentümer solcher Erbanlagen haben gute Chancen, lange fit und gesund zu bleiben. So wie es dieser Mit-90er zu beweisen scheint. Will man noch älter werden, muss man neben guten genetischen Voraussetzungen mehrere Kriterien erfüllen. Kommen wir damit zum zweitältesten Tier der Welt. Die Silbermedaille im Rennen um das älteste Tier der Welt gehört den Reptilien. Eine Tiergruppe, deren Vertreter schon durch ihr Aussehen an die Urzeit erinnern. Doch weder Eidechse noch Viper, weder Varan noch Kobra haben Anspruch darauf.
Auch nicht die urtümlichen Krokodile. Der Anwärter lebt am anderen Ende der Welt. Kein Mensch kann es mit ihr aufnehmen. Nur die Bibel berichtet, dass Methusalem im Jahr der Sintflut mit 969 Jahren starb. Danach wollte der Herr das Lebensalter der Menschen stärker begrenzt wissen. Seine Tage sollen nur noch 120 Jahre sein. Auch die mehrere tausend Jahre alte ayurvedische Lehre Indiens geht von einer maximalen Lebensspanne von 120 Jahren aus. Und die moderne Wissenschaft? Sie kommt in unseren Tagen zum gleichen Ergebnis. Doch was begrenzt unser Leben? Bisher ist niemand nachweislich älter geworden als die 122 Jahre alte Französin Jeanne-Louise Calment. Woher weiß der menschliche Körper, wann seine Zeit gekommen ist? Wenn das Leben genetisch festgelegt ist, müssen wir natürlich Systeme haben, eine Uhr haben, die den Ablauf dieser Lebensdauer kontrolliert. Diese Uhr vermuten wir heutzutage in der Stoffwechselrate, also in dem Energieverbrauch, den ein Organismus im Laufe seines Lebens verbraucht. Und je schneller er diesen Energieverbrauch ablebt quasi, umso kürzer ist seine Lebensdauer. Auf das Tierreich übertragen hieße das, eine Eintagsfliege wird genauso alt wie eine Schildkröte. Die richtige Maßeinheit für das Lebensalter ist nicht die Zeit, sondern die Energiemenge pro Gramm Körpergewicht, die über die Jahre verbraucht wird. Ist das Reservoir erschöpft, stirbt der Organismus. Jedem Lebewesen, ganz gleich, ob Eintagsfliege, Elefant oder Mensch, steht eine bestimmte Energiemenge zum Leben zur Verfügung. So betrachtet leben wir alle gleich lang. Entscheidend ist, wie schnell die Energie verbraucht wird. Eine Spitzmaus ist viel kleiner als wir und huscht rastlos umher. Und doch erlebt sie während ihres kurzen Daseins von einem Jahr alles, was auch in unserem Leben wichtig ist. Jugend, Partnersuche, Fortpflanzung. Leben die tierischen Methusalems vielleicht in einer Zeitlupenwelt und die Spitzmaus in einem permanenten Zeitraffer? Über 100 Jahre zu werden, das ist kein Problem. Über 12.000 Menschen in Japan haben dieses Lebensalter augenblicklich schon erreicht. Und es ist zu erwarten, dass auch bei uns die Anzahl von Menschen, die dieses Lebensalter erreichen können, also jährlich steigern wird. Die Frage ist, warum gibt es diese obere Grenze? Die kommt eben daher, dass wir genetisch darauf eingestellt sind, dass unsere Organe, ich sage es jetzt mal ganz hart, nach diesem Zeitpunkt eben mehr oder weniger abgeschaltet sind, dass der technische Support, das heißt die Regeneration der Organe, die Unterstützung dieser Organe nach dieser Lebenszeit nicht mehr gewährleistet ist. Ewiges Leben ist eben in der Natur nicht vorgesehen. Oder existiert vielleicht in einem versteckten Winkel der Erde doch ein Tier, das die Zeit besiegt hat? Das Wunderwesen gibt es tatsächlich am eiskalten Ende der Welt. In der Antarktis lebt der Super-Methusalem.
Ein Organismus, der die Unsterblichkeit scheinbar für sich gepachtet hat. Es ist kein eingekapseltes Bakterium, sondern ein großes, vielzelliges Wesen. Zwei deutsche Forscher vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung haben sein Geheimnis gelüftet. Wir denken, wir haben in der Antarktis das älteste Tier der Welt gefunden. Das älteste Tier der Welt ist nach unserer Rechnung ungefähr 10.000 Jahre alt. Erklärt die Polarforscherin Dr. Susanne Gatti. Und sie vermutet nicht oder schätzt, sondern sie hat gründlich erforscht, wovon sie spricht. Um es zu finden, ist ein erheblicher technischer Aufwand nötig. Nur mit dem Tauchroboter kann man ihm einen Besuch abstatten. Und so sieht seine Heimat aus. Der Meeresboden in 140 Meter Tiefe ist voller Leben, trotz der unwirtlichen Bedingungen. Das Wundertier ist jedoch weder eine Lederkoralle noch ein Krake. Auch Seefeder und Haarstern haben nichts mit dem ältesten Tier der Welt zu tun. Außer, dass sie in unmittelbarer Nachbarschaft mit ihm leben. Der absolute Rekordhalter ist ein Schwamm. Ein Riesenschwamm namens Scolimastra iobini. In der Antarktis ist es sehr kalt und es gibt auch für diese Schwämme sehr wenig zu fressen. Und das bedeutet, dass diese Tiere sozusagen in Zeitlupe leben und auf Sparflamme. Und das können sie sehr, sehr lange durchhalten. Die Schwämme haben keine spezialisierten Zellen, so wie wir, keine Leberzellen und keine Muskelzellen und keine Nervenzellen, sondern eine Sorte Zellen, die sich etwas spezialisieren. Und die können auch wieder sozusagen ihre Funktion tauschen in eine andere Funktion. Damit sind sie so ähnlich wie Stammzellen. Und das könnte ein Argument dafür sein, dass Schwämme potenziell unsterblich sind. Man kann natürlich und ganz bestimmt von Schwämmen auch was lernen, was für den Menschen wichtig ist. Denn da Schwammzellen ja so ähnlich sind wie menschliche Zellen, kann man an denen eben Erkenntnisse gewinnen, die vielleicht in der Medizin des Menschen auch nicht unwichtig sind. Können wir also vom Riesenschwamm abschauen, wie man ewig lebt? Die medizinischen Erkenntnisse in allen Ehren, aber wenn ich so alt werden will wie ein Schwamm, müsste ich auch so leben wie ein Schwamm. Und wer will schon bei minus 2 Grad im Dunkeln festsitzend am Meeresboden 10.000 Jahre alt werden? Viele träumen von der Unsterblichkeit. Manche Zeitgenossen in den USA lassen sich nach ihrem Tod einfrieren, um dann irgendwann taufrisch aus ihrer Tiefkühltruhe aufzuerstehen. Die alten Ägypter bevorzugten die Mumifizierung und riesige Totenhäuser. Ewige Ruhe wollte der chinesische Kaiser Qin Um haben und ließ seine Mumie von einer Armee bewachen. Und die ist tatsächlich unvergänglich. Besteht sie doch aus Ton. Gibt es also keine ernsthafte Möglichkeit, sich dem Alterungsprozess zu entziehen? Dem Tod kann kein Lebewesen entrinnen, allen Anti-Aging-Produkten zum Trotz. Und doch gibt es Faktoren, die das Leben verlängern können. Die Methusalems des Tierreichs zeigen es uns. Es muss ja nicht gleich ein Leben in Zeitlupe sein, wie es Schildkröte, Hummer und Schwamm führen.
Ob wir nun 120 werden oder nicht, vielleicht sollten wir uns einfach nach dem Motto richten: Verlängere dein Leben, nicht die Jahre deines Daseins.